Südtirols Weine sind legendär und die kreative Spitzenküche im Land bringt Gourmets zum Schwärmen. Wo sonst also könnte ein Event passender seine Heimat finden, das den Namen Merano Weinfestival trägt? Und wo könnte es glanzvoller stattfinden als im mondänen Ambiente des Kurhauses? Es darf nach Herzenslust probiert und degustiert werden. Treffpunkt für Gourmets sind Freunde von Erlesenem bei einer der exklusivsten und elegantesten önogastronomischen Veranstaltungen. Weinproduzenten aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Spitzenerzeugnisse, kulinarische Meister und deren gastronomische Köstlichkeiten. Bierbrauereien ihr selbstgebrautes und Destillerien deren hochkarätige Tropfen. The International Wine Food Excellence. Weinprodukte und Weingenuss. Seit 1992 inszeniert Helmut Köcher zu diesem Thema im Meraner Kurhaus eine Welt der sinnlichen Erlebnisse und Geschmacksabenteuer. Das Merano Wine Festival war das erste dieser spektakulären Art und geht über jede Messe weit hinaus. Treffpunkt und Kontaktbörse für Medien, Kultur und High Society, um sich den exzellentesten Geschmacksfreuden zu widmen. Das Festival zählt zu den exklusivsten und elegantesten önogastronomischen Veranstaltungen Europas. Weinproduzenten aus aller Welt, aber auch aufstrebende italienische Weingüter stellen ihre edlen Tropfen vor. 10 Verkostungskommissionen prämieren jedes Jahr eine exklusive Auslese von Weinen und Köstlichkeiten, die durch exzellente Qualität überzeugten. Über 300 Kellereien und rund 100 Gastronomiebetriebe aus Italien sowie rund 150 Weinproduzenten aus aller Welt werden von Weinhunter Helmut Köcher jedes Jahr persönlich eingeladen. Kulinaria. Am Rande des Merano Weinfestivals präsentieren auch heuer rund 100 Hersteller hervorragende kulinarische Produkte aus ihrer Heimat. Die Verkostung von Antipasti, Käse, Teig- und Wurstwaren, Schokolade und vieles mehr rundet das Festival gastronomisch ab. Ja, hallo, ich bin die Silvia von der Delizia. Ja, wir machen hier Senf, alles Feinkostsenf, die man zu Käse essen kann, zu Fleisch, zu Fisch. Wir haben zum Beispiel einen Chili-Senf, den man sehr gut so, das wäre dieser hier, zu Fleisch, zu gegrillten. Er ist nicht sehr scharf, er ist einfach fruchtig scharf. Dann haben wir eine Besonderheit, den Himbeersenf, den man sehr gut zu Käse, zu Weichkäse, Ziegenkäse essen kann. Auch zu Vanilleeis oder Panna Cotta, weil er nicht sehr stark nach Senf schmeckt. Einen Trüffelsenf, ganz was Feines zu Käse, weißem Fleisch, Ei- oder Spargelgerichten. Mit wirklich gehacktem Trüffel drin, nicht nur Trüffelaroma oder Trüffelöl, italienischer Trüffel. Oder zum Beispiel haben wir einen Bauernsenf, das ist ganz der klassische zu Fleisch, zu gegrillten, mal ein Löffel in Salatdressing, zum Marinieren. Und diese Senf sind alle handgemacht, also wirklich ein kleiner Betrieb, da werden die Deckel noch von Hand zugedreht. Online ist www.delizia.bio. Dankeschön. Danke vielmals. Hallo, ich bin die Irene von der Destillerie Rona. Ich arbeite in der Produktion und heute sind wir mit einigen Produkten hier auf dem Merano Weinfestival vertreten. Unser Steckenpferd ist Williams Reserve. Ist ein besonders aromatischer Williams Brand. Gebrannt aus voll aromatischen, voll reifen Williamsbirnen, vorwiegend Südtiroler Williamsbirnen. Weiters machen wir noch andere Fruchtdestillate, unter anderem auch im Holzfass gelagerte Produkte. Ein Beispiel hierfür ist der Caldif, ist ein Grafensteiner Apfelbrand nach dem Solera-System. Im Barriquefässern gelagert. Solera-System bedeutet die Lagerung in übereinander gestapelten Barriquefässern nach der Methode, wie es beim Aceto Balsamico gemacht wird. Wir haben auch eine Internetplattform, Grappa Shop,
heißt es, und da kann man natürlich online erwerben. Ich bin Ingrid, also wir sind heute auf dem Meraner Weinfestival und stellen die Feinkäserei Capriz vor. Wir sind in Findl eine kleine Feinkäserei. Wir bestehen jetzt seit circa 2 Jahren und wir produzieren Weichkäse aus Ziegen- und Kuhmilch. Jetzt haben wir auch dann unsere Passion der Saison mit dabei. Das ist unser Kistenkäse. Das ist Weißschimmel von der Ziege mit gerösteten Kastanien drinnen. Dann unsere Neuheit, das ist unser Ginepro. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Roland Drettl, was wir gemacht haben. Das ist ein rot-weiß geschmierter Weichkäse mit Gin und Wacholder verfeinert. Dann geht es weiter mit unserem Sapperlot. Das ist unser klassischer Rotschmierkäse aus Kuhmilch. Dann haben wir unseren Bierkäse. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Batzenbräu in Bozen. Dann haben wir hier unseren Hofers Albtraum. Das ist unser besonderer Käse. Der ist mit Cognac und Schüttelbrotbrösel verfeinert. Dann haben wir unseren Roggenkäse mit. Das ist Rotschmiere aus Kuhmilch mit Roggenklei verfeinert. Und dann haben wir noch unsere 2 Schnittkäse mit. Einmal unseren Schüttler mit Schüttelbrotgewürz und unseren Casus Caverna. Hallo, ich bin der Mario aus Südtirol. Ich bin der Unterkranzerbauer aus Benz. Auf unserer Hofmanufaktur verarbeiten wir unser Qualitätsfleisch, was von unseren Schweinen, die in Freilandhaltung leben. Die Schweine sind das ganze Jahr im Freien, die werden 12 bis 13 Monate alt, produzieren einen Speck, den wir nur mit Meersalz würzen, kein Nitrit- und Nitratsalz, also das heißt gesunde Ware. Wenn wir hier schauen, hier haben wir unseren Speck. Wenn man da das Weiße anschaut, das Rötliche, was da rausschimmert, das heißt, dass das Schwein langsam gewachsen ist. Wir machen unser eigenes Brot mit unserem Bierkorn. Wir stellen unseren eigenen Käse her. Wir machen unsere Bauernsalami, die Pfeiffer Häuselwurst heißen wir die. Und das gesalzte Rindsfleisch, Rindsfilet, was vom Biorind erzeugt wird. Unsere Spezialität ist unser Speck. Wir lassen unseren Speck, durch den, dass die Schweine 12 bis 13 Monate alt werden, und ohne Böckelsalz wir arbeiten und dann den Speck 11, 12, 13 Monate im Speckkeller reifen lassen, das hebt uns aus. Weil alle anderen haben Schweine 100 Tage, die sie mästen, arbeiten mit Böckelsalz, die können innerhalb 7-8 Tage die Ware konservierungsfähig machen und haben nach 3-4 Monaten einen Speck, den sie verkaufen können. Und das ist bei uns nicht, das kann bei uns nicht sein. Mit dem Meersalz, da ist die Konservierung. Wir machen sie einfach so, die konservieren wie unser Opa, sage ich immer. Wie man ein Fleisch konserviert hat früher, sagen wir nicht. Und das wollen wir den Menschen rüberbringen, dass es wichtig ist, dass wir Respekt von den Pflanzen, von den Tieren haben, dass man so was produzieren tut dann auch. Unsere E-Mail-Adresse ist info@kral.bz.it.